Ja, wir wollen heute Nachmittag zusammen den Metascan machen. Und um damit anzufangen, wollen wir erst einmal Metta in unserem Herzen zur Entfaltung bringen. Unterstützt durch unsere Metta-Worte. Diese Worte in unser Herz sinken lassen. Verbunden mit der Energie, die sie tragen. Offen und weit, licht und leicht, warm und weich, ganz entspannt. Unser Inneres von der Kraft dieser Worte berühren lassen, in Schwingung bringen lassen. Offen und weit. Offen und weit werden lassen. Licht und leicht. Licht und leicht werden lassen. Ist auch so eine Art Erlaubnis geben. Warm und weich werden lassen. Es darf warm und weich sein in unserem Innern. Ganz entspannt. Und loslassen. Und dann richten wir die Achtsamkeit auf unsere Kopfspitze. Spüren in diese Körperstelle hinein. Was immer wir spüren, ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir wenig spüren, auch in Ordnung. Wenn wir gar nichts spüren, auch in Ordnung. Dann die Kraft vom Metta in diese Körperstelle strahlen lassen. Offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt. Dann die Achtsamkeit über die ganze Schädeldecke ausdehnen lassen. Von innen nach außen spüren, wenn möglich. Und die Kraft vom Metta in diesen Körperbereich strahlen lassen. Offen und weit werden lassen. Licht und leicht werden lassen. Warm und weich werden lassen. Entspannen lassen. Die Aufmerksamkeit auf den Hinterkopf richten, mit der Hinterkopf, wo bei den meisten Menschen der Haarwirbel ist. Diese Körperstelle spüren. Und weit werden lassen. Dann den ganzen Hinterkopf zur Wahrnehmung bringen oder
so viele Stellen, wie es uns eben möglich ist. Hineinspüren, wahrnehmen, annehmen, Raum geben und segnen. Offen und weit, licht und leicht, warm und weich werden lassen, entspannen lassen. So gut es uns möglich ist, ohne Druck, ohne Resultat denken, einfach geschehen lassen. Wir richten die Achtsamkeit auf die linke Kopfhälfte, fangen vorne beim Haaransatz an und gehen mit der Achtsamkeit langsam Richtung Hinterkopf. Wieder so viele Stellen wie möglich zur Wahrnehmung bringen, hineinspüren. Und dann auch diesen Körperbereich mit der Kraft von Metta bestrahlen oder durchdringen. Und ganz weit, ganz licht und leicht, ganz entspannt. Und ganz hineingeben in diesen Körperbereich. Das linke Ohr zur Wahrnehmung bringen. Und die Achtsamkeit auf die rechte Schädelhälfte richten. Vom Haaransatz vorne mit der Achtsamkeit bis zum Hinterkopf gehen. Wenn möglich, sich ganz reingeben. Von innen nach außen spüren, wenn möglich. Licht und leicht werden lassen. Entspannen lassen. Und dann die Achtsamkeit auf die Stirn richten, zuerst die Mitte wahrnehmen. Und dann die linke und die rechte Stirnhälfte dazu nehmen. Auch da hineinspüren. Und dann den ganzen Stirnbereich mit der Kraft von Metta bestrahlen. Wie ein lichtes, warmes, weiches Licht hineinstrahlen lassen. Und weit und offen werden lassen.
ausdehnen lassen, heilen lassen. Die Achtsamkeit auf die Augenbrauen richten. Die Augenlider wahrnehmen. Augäpfel wahrnehmen. Und die Augenhöhlen zur Wahrnehmung bringen. Und dann die Augen als Ganzes spüren. Die Kraft der Liebe, Kraft von Metta hineinstrahlen lassen. Ganz weich werden lassen im Augenbereich. Entspannen lassen. Weit werden lassen. Dann richten wir die Achtsamkeit auf die Nase. Gehen von der Stelle, wo die Nase ansetzt, den Nasenrücken entlang zur Nasenspitze. Und gehen dann weiter in die Nasenhöhlen hinein. Die Nase als Ganzes wahrnehmen. Und lichter und leicht werden lassen. Entspannen lassen. Wir gehen weiter zum Mund- und Kieferbereich. Bringen zuerst die Oberlippe zur Wahrnehmung. Oberlippe spüren. Und dann Unterlippe spüren. Den ganzen Oberkiefer wahrnehmen. Und den Unterkiefer zur Wahrnehmung bringen. Dann die Mundhöhle spüren. Die Achtsamkeit auf den Gaumen richten. Zunge spüren. Die zwei Wangen zur Wahrnehmung bringen. Und auch das Kinn spüren.
dann diesen Körperbereich als Ganzes spüren. Oberlippe, Unterlippe, Oberkiefer, Unterkiefer und den ganzen Mundraum und das Kinn. Ganz entspannt, ganz weich. Weit, leicht, ausdehnen, durchlässig werden, heilen. Und dann den Kopf als Ganze spüren, Schädeldecke, Hinterkopf, linke und rechte Kopfhälfte mit dem rechten Ohr, Stirnbereich, und unser Gesicht hinzunehmen. Den ganzen Kopf spüren. Und die Kraft von Metta diesen Körperbereich strahlen lassen. Offen und weit. Licht und leicht. Warm und weich, ganz entspannt. Die Achtsamkeit auf den Halsbereich lenken, Vorderseite vom Hals spüren. Nacken zur Wahrnehmung bringen. Hals als Ganzes erleben. Ganz entspannt. Ganz weit. Raum. Heilen, Licht, und dann den Schulterbereich zur Wahrnehmung bringen. Mit der Achtsamkeit die Oberarme entlang gehen, zu den Ellbogen. Ellbogen spüren. Weiter zu den Unterarmen gehen. Die Handgelenke zur Wahrnehmung bringen. Die
kann Flächen spüren. Achtsamkeit auf die Handrücken lenken. Die 10 Finger spüren. Fingerspitzen wahrnehmen. Und von da eine geistige Bewegung raus in den Raum machen. Den Schulterbereich, die Arme und Hände als Ganzes spüren. Und die Kraft von Metta hineinstrahlen lassen. Wie ein heilendes Licht, das wir uns schenken. Warmes, weiches, heilendes Licht. Und sich diese Selbstbehandlung gönnen, genießen. Die Achtsamkeit auf den Oberkörper richten. Zuerst die Vorderseite, linke Brusthälfte zur Wahrnehmung bringen, die Mitte der Brust spüren. Vor allem auch unseren Herzraum. Und den rechten Brustraum zur Wahrnehmung bringen. Brustbereich als Ganzes spüren. Offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt. Erlauben, dass die Kraft von Metta wirkt. Den Bauch zur Wahrnehmung bringen. Und den Unterkörper spüren. Den ganzen vorderen Körper spüren. Brust, Bauch und Unterkörper. Und wieder die Kraft von Metta in diesen Körperbereich strahlen lassen. Das warme, weiche Licht der Liebe uns selbst schenken. Die
vorstellen, wie jede einzelne Zelle in den Genuss dieses warmen, weichen Lichtes kommt. Wir richten die Achtsamkeit auf den Rücken. Zuerst den oberen Rückenbereich. Die linke Rückenhälfte zur Wahrnehmung bringen. Oder so viele Stellen, wie es uns eben möglich ist. Das Rückgrat zur Wahrnehmung bringen. Und die rechte Rückenseite zur Wahrnehmung bringen. Und dann den linken unteren Rücken spüren. Das linke Gesäß zur Achtsamkeit hinzunehmen. Den rechten unteren Rücken spüren. Rechte Gesäß zur Wahrnehmung bringen. Oberen, unteren Rücken und das Gesäß als Ganzes spüren. Das offen und weit, Licht und Leicht, ganz entspannt hineinstrahlen lassen. Und durchlässig werden lassen. Erhellen lassen. Dem Licht durchfluten lassen. Warm und weich. Warm und weich werden lassen. Und dann die Achtsamkeit auf den gesamten Rumpf richten, Vorderseite und Rückseite, Oberkörper und Unterkörper. Und sich ganz hinein entspannen. Hineinsinken lassen. Die Mitte unseres Körpers kommen lassen. Und die Kraft von Metta strahlen lassen. Ganz entspannt.
ganz weit. Durchlässiger. Heilende Liebe in diesem Körperbereich. Wir gehen weiter mit der Achtsamkeit zu der Stelle, wo die Oberschenkel ansetzen. Gehen die Oberschenkel mit der Wahrnehmung entlang zu den Knien. Unsere Knie spüren. Auch ganz viel Licht in diesen sehr geforderten Körperbereich strahlen. Wir gehen weiter zu den Unterschenkeln. Spüren die Fußgelenke. Spüren die Fersen. Bringen die Fußsohlen zur Wahrnehmung. Fußrücken. Und richten die Achtsamkeit auf die zehn Zehen. Spüren die Zehenspitzen. Und machen von da eine geistige Bewegung raus in den Raum. Dann die Beine und Füße als Ganzes spüren. Offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt. Und zum Abschluss noch unseren ganzen Körper spüren. Kopf, den Hals, Schulter- und Armbereich, die Hände, Ober- und Unterkörper, die Beine und Füße. Sie als Ganzes erleben.
Und dann noch einmal die Kraft von Metta, der Liebe, in unseren ganzen Körper strahlen lassen. Noch einmal vollkommen entspannen lassen. Weit werden lassen. Licht und leicht werden lassen. Warm und weich. Goldenes Heillicht durchstrahlt unseren Körper. Erreicht jede Zelle.